Untersucht man die Sprossachse etwas genauer, dann erkennt man, dass sie eine ganz charakteristische Strukturierung aufweist. Immer dort, wo ein Blatt entspringt, wo ein Blatt gebildet wurde, dort gibt es eine lokale Verdickung. Diese lokale Verdickung ist charakteristisch und die bezeichnet man als Knoten, Fachausdruck Nodus. Mehrere Knoten zusammen nennt man auch Nodien, das wäre der Plural. Die einzelnen Nodien, die sind jeweils durch Abschnitte voneinander getrennt, wo keine Blätter auftreten. Und diese Abschnitte, die dazwischen liegen, die nennt man Internodien. Die Internodien, die können länger sein, sie können kürzer sein. Die Länge der Internodien dienen der Pflanze auch dazu, ihr Wachstum steuern zu können. Nodien und Internodien gibt es nicht nur bei der Hauptachse, sondern auch bei Seitenachsen, also bei Ästen oder Seitentrieben. Die treten dort genauso auf und immer dort, wo ein Blatt gebildet wurde, dort ist auch ein Knoten. Jetzt diese Internodien, wenn man da die ganze Sprossachse durchgeht, sind es ganz viele. Die haben keine besonderen Namen, sie haben auch keine Nummern bekommen, aber zwei Internodien sind besonders wichtig bei einer Pflanze und das sind gleichzeitig die ersten beiden Internodien, die eine Pflanze bildet. Im Zentrum der Überlegungen stehen hier die Keimblätter oder Kotyledonen. Keimblätter sind die ersten Blätter, die eine Pflanze bildet, wenn sie aus dem Samen auskeimt. Der Abschnitt, der darunter liegt, den bezeichnet man als Hypokotyl. Hypo meint so viel wie darunter liegend. In diesem Fall ist gemeint unterhalb der Keimblätter liegend, deshalb Hypokotyl. Und der zweite Abschnitt, der einen eigenen Namen bekommen hat, das ist der Abschnitt, der gleich oberhalb der Keimblätter liegt. Und diesen Abschnitt, den nennt man das Epikotyl. Epikotyl hier so in einer Art hellrot gehalten und das Hypokotyl in einem blaugrünen Farbton. Wenn eine Pflanze wächst, dann tut sie das auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Die Pflanze wächst nicht einfach irgendwo, sondern es gibt ganz bestimmte Punkte im Körper einer Pflanze drin, wo Wachstum stattfindet. Überall sonst im Körper einer Pflanze findet kein Wachstum statt. Und diese Punkte, wo Längenwachstum erfolgt, die Punkte nennt man Apikalmeristeme. Wir wollen die mal einzeichnen. Die Apikalmeristeme liegen immer an der Spitze. Diese Spitze kann auch noch sehr stark verkürzt sein, wie hier in einer Knospe drin. Dann am Ende von einem Seitentrieb hat es jeweils ein Apikalmeristem, hier in den Knospen ebenfalls. Hier in der Achselknospe wäre ein Apikalmeristem und auch hier bei den Keimblättern, den Kotyledonen, hätte es solche Apikalmeristeme. Ebenfalls Apikalmeristeme findet man am Ende der Wurzeln. In den Wurzelspitzen drin hat es Apikalmeristeme, und zwar an jeder Spitze ein einziges.
Ein Apikalmeristem kann man sich denken als eine Gruppe von Zellen, die nichts anderes tut, als sich zu teilen. Wenn diese Zellen sich teilen, entstehen neue Gewebe und weil diese Apikalmeristeme an der Spitze sitzen, wächst die Struktur, also vielleicht der Seitentrieb oder die Wurzel, in die Länge. Das Wachstum, das durch die Apikalmeristeme verursacht wird, nennt man auch primäres Längenwachstum. Die Strukturen, die auf diese Art und Weise entstehen, durch die Apikalmeristeme erzeugt, die sind lang und dünn. Also der entstehende Seitentrieb, der ist vielleicht 1 mm im Durchmesser und die neu gebildete Wurzel, die ist auch noch sehr dünn. Wenn die Strukturen im Laufe der Zeit, dann der Monate, der Jahre dicker werden, dann leisten die Apikalmeristeme keinen Beitrag mehr zu diesem Dickerwerden, sondern dann übernehmen andere Meristeme. Solche Meristeme sind beispielsweise im Innern der Sprossachse lokalisiert. Sie haben eine zylinderförmige Form, ist eine dünne Zellschicht und wir werden die als Kambien kennenlernen. Da gibt es dann unterschiedliche Formen von Kambien. Wir zeichnen an dieser Stelle nur ein einziges davon ein. Das Besondere an den Kambien ist, sie erzeugen nicht Längenwachstum, sondern die Aufgabe der Kambien ist, sekundäres Dickenwachstum zu erzeugen.